Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr uns hört oder diesmal auch seht. Das erste Mal Prostcast, auch visuell dargestellt auf verschiedenen Medien. Ja, schauen wir mal, wie es läuft. Ich begrüße an meiner Seite Alexander Markus. Hallo. Schönen guten Abend. Wie nennt man das eigentlich? Oder guten jetzt? Tag. Guten ist mir gerade eingefallen. Es ist eigentlich kein Prostcast mehr, es ist dann ein Prost. Prost-Videocast, in Klammern Video, genau. Jetzt brauchen wir erstmal das Arbeitsmaterial. Boah, wow. Schön kalt. Habe ich kalt gesessen. Ist richtig schön, ja. Ich kenne ja von der Band, die hat ein Feuerzeug mit Flaschenöffner. Das ist eine super Erfindung. Haben wir aber nicht. Können wir sie leisten. Wir sind ja alles Nichtraucher. Aber Trinker. Stell dir mal vor, es kommt jetzt eine Frau und fragt ihn nach Feuer. Da kannst du nicht sagen, was Feuer. Ne, das stimmt. Aber du könntest sagen, du hast einen Öffner. Ja, du könntest aber sagen, ich habe ein Feuerzeug und einen Flaschenöffner. Das Feuer lodert in mir. Prost. Prost. Cheers. Stößchen. Weißt du Bescheid, ne? Was soll das denn? Ist das schon wieder Anfrage? Ja, purer Sexismus. Komm, jetzt haben wir gleich schon die ersten Minuten rum. Und noch gar nichts gesagt. Noch gar nichts gesagt, außer hier Bier angestoßen. Was gibt Neues? Konzert hatten wir, ne? Jo, am Freitag hatten wir ein schönes Konzert im schönen Essen. Super! Das war's! Also wir waren da. Und erzähl mal, mit wem waren wir da? Wir waren da mit Skip to Friday, mit unseren Freunden und mit Roter Kreis. Eine Band aus Düsseldorf. Da, wo die Leute herkommen, die nicht so viel Geld haben, hörte ich. Ja, die haben nichts. Genau. Nicht so viel. Genau. Die müssen auch im hohen Alter Musik machen. Die haben es halt nicht so gut. Ja, die haben es nicht so gut wie wir. Aber um auf den Punkt zu kommen, es hätte eigentlich alles schlecht laufen müssen. Ne? Wir haben so Corona, wo man nicht weiß, ob was stattfindet. Wir hatten Unwetter. Genau, die Züge sind ausgefallen. Die Züge sind ausgefallen. Und um 19 Uhr nach dem Einlass war keiner da. Genau, um 19 Uhr zum Einlass war keiner da. Und irgendwann war es auf einmal von jetzt auf gleich rappelvoll. Ne? Aber das ist auch nur gewesen, weil die alle an der falschen Tür standen. Ach so. Die standen alle am Haupteingang, standen unten an dem Eingang fürs Konzert. Ja, hätte man ruhig mal ein Schild machen können. Deswegen kamen die auch alle so geballt auf einmal. Da war ja nicht so, dass die einzeln waren. Ja, das stimmt. Alle. Auf einmal war es voll. Und ich hatte schon gedacht, die stehen alle oben, weil die zum Tango tanzen noch wollen. Ich hätte noch Bock gehabt, aber ihr wolltet nicht mehr, ne? Ich hätte auch Bock gehabt, aber ich also mal kurze Zusammenfassung des Abends zu machen. Geil. Ja, Punkt. Es war quasi... Laut, leise, aber zu voll. Das war quasi. Ja. So war's. Erstmal war es wieder schön, auf der Bühne zu stehen. Ja, mit Publikum vor allem. Ne? Also mit, und dann auch noch mit so einem fantastischen Publikum. Das Beste. Das Beste, genau. Ist immer wieder schön in Essen. Ja, man kann das sich noch mal mehr daran erinnern, wann man wo gespielt hat. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich letzten Freitag gespielt habe. Das liegt aber daran, dass ich ja zwei harte Tage hinter mir habe. Ja? Ist ja nichts mehr gewohnt. Ich kann das nicht mehr. Und ich habe noch lautstark gesagt am Samstag habe ich noch, wo alle gekommen sind, ich hätte gestern richtig Gas geben können. Ich war richtig gut drauf und zack, Samstag 12 Uhr lag ich im Bett und meine Gäste saßen alle noch unten. Also ich hatte Geburtstag, wenn er will, kann gerne, wenn er mal nachträglich gratulieren. Ich hatte hohen Besuch eingeladen und ich war als Gastgeber um 12 Uhr schon im Bett. Und der Rest hat, glaube ich, bis 4? 2? Nein, nee. Ich bin um 2:30 mit dem Taxi weg. Dann war die Kugel, die war noch mit, glaube ich, der Jens oder so? Die der Jens und seine Frau, Freundin waren noch da und der rechts gesessen hat. Der Christoph. Christoph, ja, und dein Bruder. Ja. War ein lustiger Abend. Die haben das noch bis zum Ende durchgezogen. Für eine kleine Runde ging aber auch relativ viel Alkohol durch, muss ich feststellen. Durch dich? Ja, durch mich. Ich habe da wirklich nur ganz wenig beigetragen. Das hat mir schon gereicht. Ich glaube, dass du so schnell ins Bett musstest, lag daran, dass wir innerhalb kürzester Zeit 2 Liter Pfeffi getrunken haben. Ja, und ich habe noch Stereo Sekt und Bier getrunken. Das war auch ein fataler Fehler. Ich hätte schon wissen müssen, dass das nicht gut ist. Wieso hast du den Sekt getrunken? Weil ich bei den Reichen saß. Und die haben gesagt, die Vorlage trinken einfach Sekt. Ich wollte mit den Armen nichts zu tun haben. Ach ja. Und ganz schnell hat mich der Pöbel wieder eingeholt.
Warst du unpässlich? Auf einmal war ich einer von euch. Warst du unpässlich? Nee, ich habe einfach nur geschlafen. Ist ja auch irgendwie unpässlich. Ja, ich war auch nicht mehr anwesend. Und an der Tag ging es mir richtig schlecht. Also ich finde, Kater zu haben ist eine Sache. Kater und ein Kind zu haben ist so anstrengend. Kater und zwei Kinder, das wünscht man keinem. Die verstehen das ja auch morgens nicht, wenn du sagst, der Papa, der geht jetzt auf die Couch und schläft noch mal bis 12, weil er kann nicht mehr. Das oh. Ich habe bis 1:30 gepennt. Sonntagmorgen. Ja, ich war auf die Uhr geguckt, aber Viertel nach 1. Um sie, ich, deswegen bin ich so früh ins Bett gegangen, weil ich wusste, ich muss um 7 wieder aufstehen. Nee, aber habe ich aber wieder gebraucht. Ich fühle mich jetzt auch wieder gesund. Ich habe lange nicht mehr viel Alkohol getrunken. Jemand braucht das. Weißt du, Corona, da trinkt man sowieso viel Alkohol. Man ist zu Hause. Das ist dein Problem. Das musst du zu Hause sitzen und alleine sein. Ja, gut, dann muss ich dann mit meiner anonymen Gruppe nochmal bereden. Deine eigene Sache, ja. Das ist wirklich dein Problem. Ja, also für die, die uns jetzt auch sehen können, wir machen die ganze Sache jetzt schon seit über einem Jahr hier mit dem Prostcast. Das ist leichte Spuren hinterlassen. Ich dachte nicht, dass das mit dem Saufen... Das machen wir ja schon ein bisschen länger, das mit dem Saufen. Und ja, das hier ist unser Regieraum im Studio, kann man sagen. Ne? Mit da, wo die Liebe passiert. Wo die Liebe passiert, ja, genau. Mit der Sexcouch. Ja, nicht umsonst eine weiße Decke. Ich schon ein bisschen runtergerockt. Ja, ja, das hat Charme, finde ich. Das ist ja auch modern, ne? Das nennt man ja Vintage, ne? Ja. Das Vintage, ja genau. Das ist, wenn man aufsteht und das ganze Leder klebt in Stückchen an deinen Klamotten, das ist purer Vintage. Da geben und Leute richtig viel Geld für aus. Ja, wenn ich mal zum Freitag zurückerinnern darf, mich, also kurz nochmal den Schwenk machen darf. Ja. Es ist auch mal wieder schön, alle Leute wieder zu sehen, ne? Die man, wo man weiß, die kommen eh jedes Mal. Die wiederzusehen, haben wir jetzt auch schon irgendwie mehr gesehen. Ja, stimmt. Oder auch Leute, die nicht immer kommen, sondern nur manchmal, die man dann jetzt auch schon seit gut 3 Jahren nicht mehr gesehen hat. Ich habe mich zum Beispiel ne? gefreut, hier den Ronny von Harte Worte. Ja, genau. Ewig nicht mehr gesehen. Und doch wiedererkannt. Und auch er hat es geschafft, von 0 auf 100 Schnipsen rotzevoll zu sein. Das war auch schön. Ja. Ja. Aber das ist auch eine Kunst, ne? Der Rasmus hat es auch wieder geschafft. Ja. Ich kann mich noch an seine Worte am Anfang erinnern. Ich bin noch gar nicht so voll. Und dann 10 Minuten später. Nee, so schlimm war es ja auch mir dann nicht. Nee. Also, haben alle ihre Klamotten angelassen, das war super. Nee, gar nicht. Ja. Der hat mir selbst die Klamotten runtergerissen. Dann wollte er sich da eine Rolle machen durch die Bierpfütze. Vor der Bühne. Ja, aber es war schon mal schlimmer. Mit der Rolle oder mit dem Bier? Wir waren alle schon mal schlimmer betrunken. Ja, wir sind ja auch älter geworden. Schlimmer geht immer, ja. Ja, das war auf jeden Fall schon mal zu diesem Konzertabend. Ja. Falls es irgendjemand überhaupt interessiert, das war super. Wer nicht dabei war, selber schuld. Genau. Ja, das nächste Mal dauert wieder ein bisschen. Ja. Und wer sich daran erinnern kann, da hat es richtig gemacht. Nicht alles richtig gemacht. Wieso doch? Er hat genug gesoffen. Super Abend. Weil ich es noch mal, weil hier, was ist. Habt ihr das mitbekommen hier? Also Essen steht ja jetzt auch heute schon wieder groß in der Zeitung. Ne? Erstmal gebrannt heute. Jo. Zweimal groß in der Zeitung. Zweimal groß in der Zeitung. Und beides mal irgendwie nicht gut. Ne? Nicht positiv, das stimmt, ja. Obwohl das ja beides fast das gleiche war. Feuer und Böller, ne, liegen ja dicht beieinander. Über das Konzert wurde aber nicht berichtet. Ja. Ne? Da hätten sie mal was Positives schreiben können. Nö, da war keiner von der Presse vor Ort. Ja. Obwohl der Vorsitzende der AWO da war. Ja. Schön im Anzug hat er sich durchgeschwitzt. Ja. Ach, da war der Typ im Anzug. Ja, der hat doch die Rede gehalten vor unserem Auftritt. Ach jo, ja, stimmt. Ja, und du, ey, die Rede ist gerade zu Ende und ich denke so, oh, jetzt noch kurz einen Schluck trinken, Finger kurz ein bisschen dehnen und du. Wir haben sofort die Aufmerksamkeit der Leute genutzt und direkt. Ja, das ist halt. Du bist halt niemand mit. Alex und ich haben Blickkontakt und du bist dann wieder in deiner eigenen Saufeld. Nicht meiner Saufeld. Was soll das denn heißen? Bin doch noch gefahren. Ich fand ja auch gut, wir hatten ja einen Assistenten wieder dabei gehabt. Ich konnte kurz einen Blickkontakt werfen und mir bekommen. Ne? Das hat harmoniert. Ich habe schon gesagt, das müssen wir jedes Mal organisieren, dass er dabei ist. Ja, ich habe gesagt, ich hätte gern ein Bier und habe direkt 2 bekommen.
Oh. Ja. Auch nicht schlecht. So, lass uns nochmal zurückschweifen. Essen. Was das ist gebrannt? Weil ich wollte erstmal anfangen. Was ist schlimmer? Wo kann man schlimmer drüber erzählen? Eigentlich ist beides schlimm. Ne? Das eine ist halt einfach traurig und das andere ist einfach. Noch trauriger. Ja, fangen wir mal mit der Dummheit des Menschen. Ja. Wie dumm kann man sein? Bei einem Fußballspiel, wo man für seinen Verein eigentlich da ist, einen Böller auf den Platz zu werfen. Das Spiel wird abgebrochen, weil ein gegnerischer Spieler verletzt wird. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja jetzt sehr groß, dass es entweder einen Punktabzug gibt oder das Spiel wird einfach 2-0 für Münster gewertet. Ja, wäre ja auch wie ein Punktabzug eigentlich. Ja, genau. Also eigentlich hat Essen verloren. Und ich hatte mir jetzt irgendwie so, weiß nicht, gar nicht großartig drüber nachgedacht. Und dann dachte ich auf einmal irgendwann, ach, warte mal, dieser Typ, der wird ja wahrscheinlich öfter im Stadion sein oder gewesen sein zumindest so. Was machen seine Kumpels jetzt mit ihm, wenn RWE wegen dieser Bölleraktion nachher am Ende die 2-3 Punkte fehlen und die nicht aufsteigen? Ja. Der muss eine Runde ausgehen. Ich frage mich aber auch immer, so, das ist ja auch nichts mehr, was man irgendwie cool findet. Denn man kann ja sagen, wenn die ja dann nochmal irgendwie hier so ein Bengal in der Kurve zünden, irgendwie, dann ist. Und man da nicht auf den Platz direkt schmeißt, dann ist das ja auch, kann man auch schlecht oder gut finden. Aber das ist ja völlig sinnfrei, ne? Das ist ja einfach dumm. Ja. Ich habe gestern Abend noch gelesen, also die haben denjenigen wohl erwischt. Es war ein Mann mittleren Alters, der mit seiner Tochter im Stadion war. Habe ich heute aber gelesen, der Verdächtige ist wieder frei. Der war es nicht? Der war es nicht. Da. War nämlich die Tochter. Aber er war die Tochter. Aber es gibt ja auf jeden Fall Kameras, glaube ich, am Stadion, ja. Gedacht, dass die denjenigen halt relativ schnell finden. Ja, aber der steht ja auch nicht allein. Da steht bestimmt einer neben, den wir sehen hätte können. Ja, aber der ist ja nicht ausverkauft. Durfte ja nicht. Also sprich, könnte recht übersichtlich gewesen sein. Meinst du ja schon deine einsame Ecke? Ja. Und bei Vater mit Tochter habe ich, also auch mittleren Alters, habe ich irgendwie am Tim denken müssen. Aber ich glaube, der war es nicht. Wobei, Schalke-Fan, ich versuche RWE jetzt den Aufstieg. Aber das ist wirklich dumm, ne? Das ist irgendwie nicht. Also das kann man ja auch gar nicht mehr gut finden oder so sagen, das ist für die Stimmung super gut. Das ist einfach nur behindert, ne? Behindert einfach kann ich sagen. Ich festgestellt, mir geht dieser Karton richtig auf den Sack hier. Ja. Darf man Sack eigentlich sagen? Natürlich. Sollen wir so ein bisschen Schleichwerbung machen, wo wir unsere Produkte immer herkaufen? Bei Thomann. Von welchem Großhandel? Ja, Thomann ist ziemlich gut, ja. Wir unterstützen nämlich nicht die lokalen Händler, weil die sind zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Wir bestellen schön beim Großhändler alles. Ja. Nennt man das Großhändler? Großversandhaus? Ist ja, der hat ja alles, ne? In seiner Butze. Ist alles, ja, genau. Ja, und die zweite Sache, also wenn wir Fußball jetzt abschließen wollen, die Innenstadt, beziehungsweise in einem Univier, da hat's. Das neue Dings, ne? Das ist das relativ neu, ne? Ja, genau. Ist das da hier, wo die Watzer-Gebäude hat? Ja, genau, direkt dahinter die Straße rein. Ja. Wo früher, was war denn da früher? Chemisplatz, glaube ich. Der Chemisplatz. Chemisplatz. War der Chemisplatz? Mhm. Ja. Nein, ja, der nicht da, ja. Der ist so zu weit. Hinter der Wappi ist das so. Ja, da war, früher war da Brachland und wenn Kirmes war, war da der Chemisplatz. So. Ja, fertig. Ich dachte, der Chemisplatz war da, wo früher die Bordelle waren, die Wohnwagen. Der ist ja immer noch da, der heißt auch noch Kirmesplatz. Ja, war das jetzt der echte Kirmesplatz? Das ist auch da, wo die Post abgeht? Da ist eine andere, oder? Das ist eine andere Kirmes. Der erwachsene Kirmes. Naja, jedenfalls. Geht das Karussell in die andere Richtung? Ja. Sag ich schon ein Wunder, wenn ein Haus mit über 100 Bewohnern komplett abfackelt und ja irgendwie nur 3-4 Leute verletzt sind und sonst ja, nichts Gott passiert ist. Ne? Aber ich habe heute, wie ich hier gesehen habe, war das ja doch heute, vorhin. Bei so einem Sender. Also RTL. Nein, es war ProSieben Tag. Ich guck sowas nicht, ich hatte aus Versehen reingeschaut. Ich schwör, ich hab RTL gelöscht. Und da standen die auch dann. Der Mann sagt halt so, der Mutter interviewt, das fand ich auch richtig fies. Ne? Der hat gerade alles verloren, was er hatte. Wie fühlen Sie sich? Wie fühlen Sie sich dafür? Ich hab alles, was ich habe, trage ich bei mir. Das ist alles. Der Rest ist weg. Ich bin aufgewacht, ich habe keine Luft bekommen, gehe ins Wohnzimmer, alles steht in Flammen. Kannst du froh sein, dass er noch rauskommt. Ja, das war's dann. Dann war dein Hab und Gut.
Da lohnt sich richtig zu sparen, ne? Ja. Und zu sagen, boah, ich kaufe mir mal ein richtig teures Sofa. Ja, genau. In 5 Sekunden ist das weg. Aber das sind aber die geilsten Fernsehmenschen, die da sofort hinreißen, so dumme Fragen stellen. Oder so. Ja, wie fühlen sie sich? Oder direkt top. Es wäre lustig gewesen, wenn der selber Antwort gegeben hätte, wie dieser Typ, dieser LKW-Fahrer. Ja, das war gut. Ne? Wie fühlen sie sich? Sie können froh sein, dass ich gestern noch gefickt habe. Ne? Ja, das habe ich auch gesehen. Was ein geile Antwort. Oder ja. Der war richtig sauer, weil er seinen Job nicht durchführen konnte. Richtig angebissen, denke ich mir so. Das hat jeder gesehen. Was denken die, wenn der so eine Frau zu Hause hat? Ne? Das ist doch auch so. Die sitzt da. Ja. Nein, das war da nicht. Das hat er nicht gesagt. Oh Mann. Noch besser wäre es gewesen, wenn sie nicht diejenige gewesen wäre. Ja, wenn sie nicht beteiligt war. Wen war der denn? Ja. Puh, das ist besser. Das war das Ding, das wollte ich. Und dann gesagt, er muss länger arbeiten. Und dann ist in Essen auch was passiert. Also der LKW-Fahrer war in Berlin. Ja, aber ich wollte ja nochmal nach Essen zurück. Da ist die Stadt noch abgesoffen. So stand es in den Medien. Auch noch. So wirklich ist es, glaube ich, nicht doll. Aber in den Medien wurde es sehr aufgerufen. Stimmt, ja. Ist ja schon ein paar Wochen her, ne? 2, 3. Stimmt, wo da Kanalisation einen Rohrbruch hatte. Ja, da muss man sagen, Essen, ne? Also kann eigentlich Essen froh sein, dass wir weiter noch später werden, wenigstens ein positives Erlebnis, wovon die erzählen können. Ja. War sonst nicht so viel, ne? Das stimmt. Also liebe Stadt Essen, wenn ihr noch mal irgendwas Positives braucht, kommt vorbei. Ja. Wir machen da was. Wir kommen vorbei. Ja. Ihr müsst so eine Bühne hinstellen, den Rest machen wir. Vielleicht werden wir dann als Ehrenbürger noch, dürfen wir noch ins Stadtbuch reinschreiben, weil wir immer für gute ich hätte gerne so einen Schlüssel. Und dann komme ich in jedes Haus rein. Weil ja jedes Schloss so ein Haus, so ein Schloss hat. Nein, das ist der Schlüssel der Stadt. Das heißt, du kannst jedes Schloss aufmachen. Ja. Das ist nur Hogwarts, der Schlüsselwächter. Dann wäre ich der Erste. Dann würde ich im Panic als Erster die Tür aufmachen und als Letzter wieder abschließen. Erstmal würdest du sonntags die Fassleerung da machen. Ja. Wahrscheinlich eigene Fassleerung. Du würdest immer die Rinne austrinken, die so unterm Zapfhahn ist. Oder der letzte Bier rein. Das am Morgen so. Schönes Indianerbier. Darf man auch nicht mehr sagen. Nein? Nee, Indianer ist auch Rassismus. Wie soll ich das Indianerbier? Was? Wie heißt, wie soll man das sonst? Das ist dann jetzt das Bier der indogenen Völker. Oder Bier der amerikanischen Ureinwohner. Ja, genau. Und wie ist das eigentlich? Rauchen wir jetzt hier drin dann, jetzt während Prostcast? Nee, nein, wir rauchen hier nicht. Wäre schön, wenn man das mal so langsam wieder einführt, so dass in Videos und im Fernsehen vor allem auch wieder geraucht wird. Nee, da durfte nur der Schmidt. Lebt der echt noch? Ich glaube nicht. Ist er tot, aber die Frau lebt noch, ne? Nein, die war schon lange tot vor ihm. Das ist gut so, aber die lebt noch. Sind wir schon wieder 15 Jahre tot, ey. Nein, die ist noch gar nicht so lange die tot. Loki. Doch, ich meine schon. Und der ist doch über 100 geworden, ne, oder? Ja, aber der war der Einzige. Ich bin mit so Aussagen mal vorsichtig, weil es kann mal ganz peinliche Kommentare geben. Wenn jemand noch lebt, oder? Erst oder wenn was? Er noch lebt. Oder wenn er dort auch noch keine 100 geworden ist, sondern 70. Ja, aber ich weiß noch, der war irgendwann mal im Fernsehen wieder, bei ARD oder so. Und da war es erlaubt, dass er da rauchen durfte. Mhm. Er durfte. Ja. Sonst wäre er ja auch nicht gekommen, wahrscheinlich. Ja. Ich hoffe, er ist nicht gekommen. Wie lange ist dein Interview? Ja, 10 Minuten, das schaffe ich nicht. Nee. Ich hoffe ja nicht, dass er gekommen ist. Das wäre auch ein komisches Interview geworden. Helmut Schmidt onaniert ins Studio. So, was ist noch passiert? Wahrscheinlich hätte er sich sogar das erlauben können. Ja, er hat gesagt, ja, das ist... Ach doch, so ist er halt. Das ist seine Kultur. Unser Helmut. Wir sind noch am Anfang, ne? Helmut Rio. Guck mal, den Kippe im Maul, den Schwanz in der Hand. Oh, jetzt trifft mir ab an. Das war zu viel. Ach, das war zu viel. Da ist die Grenze. Ja, da kommen wir mal zu was noch negativerem als Essen. Da gibt es so einen kleinen Mann, der läuft über einen nackten Oberkörper rum. In einem großen Land. Und er möchte den dritten Weltkrieg anzetteln. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Ja, so ein Tough-Interview. Wenn er jetzt da hingeht. Ja, also der steht jetzt hier vor der Tür und will einmarschieren.
Wie fühlen Sie sich? Ja, nee, super. Danke für die Frage. Schon immer gern Wodka getrunken. Ich sind viel näher. Braucht ihr da wieder eine Mauer? Nein, das ist, auch da muss ich sagen, aber da bin ich auch wahrscheinlich auch noch zu blöd für. Ich verstehe doch nicht, ne, warum da jetzt, also, warum man nicht einfach da bleiben kann, wo man ist und alle freuen sich. Ne? Ich bin ja so einfach gestrickt. Ich gehe da auch nicht beim Nachbarn hin und sage, ich will jetzt hier bleiben. Ja, warum bleibt nicht jeder da, wo er ist? Und ja, du könntest ja mal bei deinem Nachbarn den Zaunpfahl einfach verlängern. Machst einfach mal ein Stück weiter, sagst du, das ist jetzt meins. Ja, aber zu welchem Zweck? Ja. Muss ich noch mehr rasten? Ja, genau. Und dann denke ich immer, die Leute haben doch alle genug Probleme schon bei sich zu Hause. Wenn ich mein Zuhause größer mache, dann werden auch die Probleme größer. Dann habe ich doch niemanden kleines zu Hause. Mit kleinen Problemen. Das stimmt. Ja, aber der ist ja so ein Typ, ne, der prügelt die Probleme einfach weg. Also, ich hab da keine vergiftet sie. Ja. Zum Beispiel. Wenn der, da müssen wir aufpassen, nicht, dass der Prostgas abgeschaltet wird. Meinst du, der kommt und vergiftet uns? Ja, wegen russlandfeindlicher. Ja, weil die Biere zu oder weil die geöffnet? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich hat er schon in dieser Bierproduktionsstätte. Hat der schon einen Spion eigentlich? Der wusste ganz genau gezählt, den Kasten kriegen die. Ja. Ja, guck mal, wenn ich mich jetzt zurückerinnere vor Jahr 2015, als wir CD-Release hatten und da dieses Live-Album aufgenommen haben, auch gleichzeitig. Da hatten wir noch stolz erzählt, dass wir im Sommer immer oben ohne mit Putin über die Felder reiten. Ja, wir haben doch auch mal eine Zeit lang gesagt, wir sind Deutschland einzigste Punkband, die auch in Russland bekannt ist. Und erfolgreich. So, Erfolg Deutschlands? Nee, Russlands erfolgreichste deutschsprachige Punkband. Genau. Und jetzt schwenken wir ganz schnell wieder um. Ne? Wir machen so richtige Popmusik. Da, wo gerade die Politik gut ist, das sind wir für. Ja, jetzt reiten wir mal oben ohne mit dem Scholz durch die Welt. Ja. Das ist auch chilliger, der ist ein ruhiger Typ. Den mag ich. Spielen neckische Spiele, die nur Männer. Ich frage mich auch, hat der den Tisch 10 Meter, saß der Scholz extra 10 Meter weit auseinander, damit er den nicht versteht? Weil der Scholz ist ja eher ruhig. Und nee. Aus den 10 Metern, die auseinander sind, hat er den noch nicht verstanden. Die haben doch auch so Kopfhörer was. Ja, aber der Putin und nicht. Ja, Putin hatte ja Angst, sich mit Corona anzustecken. Deswegen sagt der deutsche Variante. Der Scholz hatte ja einen Test mitgebracht, aber der Putin wollte, dass er in Russland getestet wird. Woraufhin dann, ich glaube, also sowohl Scholz als auch der französische Macron, genau, die ja gesagt haben, dann hat er ja unsere DNA. machen wir aber nicht. Dass er mit so einem Ding da kommt in die Nase und dann mal schön noch in so einem Gifttopf. Komm, schick mal da rein. Dann machst du nicht mehr auf. Ja, aber das ist auch so ein Männerding, so ein dummes Machtgespiel, ne? Mich hat nicht gewundert, dass er noch so einen 10 Meter hohen Stuhl sich da hingestellt hat, um einfach mal herunterzukommen. Warum trägt er irgendwie eine Krone und so einen Pelzmantel? Ja, das wäre. Oder hat eine Katze auf den Arm und dreht sich erst um, wenn sie in den Besuch kommt. Ja, genau. Und mit so einem fetten goldenen Ring irgendwo an den Fingern. Und, hallo. Hallo Olaf. Man sieht nie sein Gesicht, immer nur die Hand mit der Katze. Ja, genau. Der Rest ist im Schatten. Ah, dafür ist er zum Mediengeil. Aber da könnten wir jetzt auch gar keine Meinung zu haben. Also ich habe keine Meinung dazu, weil ich bin einfach zu blöd dafür, ich verstehe nicht. Nee, ich hab ne Meinung, der soll mal die Füße stellen in der Vollpfosten. Ja, genau. Ich finde ja. Ich kann es mir auch immer noch nicht vorstellen, dass das wirklich passiert irgendwie. Also, der hat da schon seine. Ja, er hat ja seine Truppen da aufgebaut, aber so Spielchen machen die Russen ja jetzt auch schon seit 80er. Ja, aber der. Noch eher. Ne? Der schickt da irgendwelche. 60er. Wie heißen die Separatisten da rein? Mhm. Und sagt dann, ja, wenn die das wollen, da kann ich ja nichts für. Die wollen ein größeres Russland. Ja, ich habe damit nichts zu tun. Ja, ich gebe denen nur meine Waffen. Da will ich ja mal mit der Baerbock eine Runde fliegen gehen. Ja, das finde ich ja. Wieso war die denn nicht? Da ist Außenministerin. Die war da auch schon da irgendwo. Was ich zum Beispiel, aber in der Kürze der Zeit hat sie mit dem Fahrrad nicht dahin geschafft. Nee, das ist zum Beispiel das Ding, wo ich mir richtig aufregt bin. Da ist die Mauer am weitesten aufgemacht damit, wir müssen mehr Fahrrad fahren, hier keine Autos mehr, Berufsverkehr gibt es nicht, wir brauchen alle zu Hause. Ne? Und die ist jeden Tag mit dem Flugzeug irgendwo hin. Da soll sie mit dem Zug dahin fahren. Ja, das war ja im Wahlkampf, fand ich das schon so geil, wo die da diese große Runde hatten mit Baerbock und Habeck und dann Scholz und Söder und wer da nicht alles saß.
So, und dann, ja, wie sind Sie hier gekommen? Ja, ich bin mit dem Zug hier. Dann der Söder, ja, ich bin auch mit dem Zug hier. Und die Frau Baerbock dann, ja, wir sind mit unserem Wahlkampfbus hier. Und dann hörte man nur, also sie war im Bild, und dann hörte man nur den Söder aus dem Off so, sehr nachhaltig. Das verstehe ich wirklich. Also auch überall ist und nicht irgendwasweise sieht man mal, dass da irgendwie ein Sinn von Nachhaltigkeit ist. Das ist einfach nur... Nö, das ist wahrscheinlich klar. Jedes Mal neue Luxusklamotten an, richtig nachhaltig. Sie ist jetzt im Amt, genau, und präsentiert jetzt auch nicht so, dass die Grünen, die dann in der Politik sind, da viel Wert drauf legen. Es war ja auch mal irgendeine, die ihren Fahrer von Berlin zurück nach Hamburg geschickt hat, weil sie einen Schal vergessen hat. Ach, ehrlich? Ja, der ist dann da nochmal durch die Gegend gecruised. Ja, aber auch ich finde, der Schal war nachhaltig. Mir geht der Schal nachhaltig. Ja, aber auch genau. Das, ne, dann haben wir ja immer so auch noch so wahrscheinlich so ein Designer-Team mit der Sicht, die jedes Mal einkleidet, Make-up, alles macht, das ist wahrscheinlich auch nicht super mal nachhaltig. Ne? Und ich denke mal, die wird auch nicht mit einem Bus nur unterwegs gewesen sein. Ja. Also ich finde, das ist eine Schweinerei. Wie heißt der denn mit Vornamen? Nennen wir sie Anna? Nein. Doch. Bärbel Baerbock. Bärbel, ist das eine Bärbel? Bärbel ist so ein typischer Bärenname. Ja, die auch das ist ja vom Bärenmann, ne? Weißt du, Leute, wie heißt du? Bärbel! Vielleicht heißt die Frau von Putin Bärbel. Also. Ach, hier, Annalena heißt Anna, die. Sag ich doch, Annalena, ja. Wenn du mich jetzt hörst, ne? Finde ich scheiße. So. Ist ja okay. Bestimmt ein großer Fahrrad mit Bus. Ja. Sie ist unsere einzige Hörerin. Fahrrad. Jetzt war. Wir zum Beispiel sind voll nachhaltig, wir fahren zu jedem Konzert mit dem Fahrrad. Mhm. Ja, wir sind so nachhaltig, wir fahren sogar ein Konzert in Essen mit 3 Autos. Ja, aber komm, es war jetzt nur, Unwetter. Es war nur eins. Es, genau, die Züge sind nicht gefahren. Und man muss auch dazu sagen, wir haben die letzten 2 Jahre aus Umweltschutzgründen ganz bewusst auf Konzerte verzichtet. Alleine ja. Auch wegen den Stromkosten, ne, was man da ja, durchballert. Da haben wir was 2 Jahre einfach mal einen Cut. Deswegen genau. Kommen wir auch nicht wegen Stromkosten. Ja, wir nehmen lieber sowas hier auf, sitzen hier. Mit einem dicken Strahler in der Ecke, weil es ein dicken Strahler mit dem Heizlüfter und. Weil es nachhaltig ist. Ja. Genau. Aber da muss man sagen, weil wir nachhaltig sind, das Ding ist gebraucht. Das haben wir nicht gekauft. Nee. Ja, das stimmt. Ja. Der ganze Raum war schon gebraucht. Das ist nichts neu hier. Wir sind total... Wir haben Schränke übernommen. Alles. Tisch haben wir auch nicht gekauft. Ja. Stammt hier schon. Wir sind nachhaltig. Hier ist auch Mehrweg. Wir können auch Plastikflaschen nehmen, aber nein, wir haben uns für Glas entschieden. Ja. Die 18 gönnen wir uns. Ja. So, was ist noch passiert? Nix. Das war's. Nee, ist eigentlich ganz schön viel passiert. Dafür, dass wir gesagt haben, es passiert nichts außer Corona, haben wir jetzt schon. Das stimmt, ja. Eine Handvoll Themen geschmissen. Bayern hat 4-2 gegen Bochum verloren. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Ja, eine Woche. Alles Thema. Wir können alles. Das war letztes Wochenende. Ja, aber guck mal, wenn man überlegt, in den 2 Wochen, ne, war Schalke vom letzte... super Loser des Spieltages zum super Gewinner des Spieltages. Ja, das stimmt. Ja, so stark kann das sein. Aber der letzte Prostcast ist ja jetzt auch schon 4-5 Wochen her, ne? Wir haben noch 2 Punkte bis zur Tabellenführung. Sind Tabellenfünfter und haben nur 2 Punkte bis zur Ersten. Dann sind wir Tabellenerster. Dann steigen wir auf. Mhm. Haben schon so viele gesagt. Wenn wir Erster sind, dann brechen die Liga ab und sagen so, Ende, der Oberster gewinnt. Jetzt spielen alle 3 in Playoffs gegeneinander. Gegen Rot-Weiß Essen. Und dann wirft wieder einer einen Böller, ja. Das ist auch gut, da kannst du mal drauf hoffen, ne? Hoffentlich schmeißen Essener Böller gewinnbar. Da würde die B-Mannschaft ihn verhindern. Wir provozieren nur lang genug. Ja, im Prinzip ist es ja egal, wer geworfen hat. Die Ordner sind ja dafür verantwortlich, dass so ein Zeug erstmal gar nicht ins Stadion reinkommt, ne? Ja, genau. Wo ist denn, das ist auch gut, ne? Das ist wie wenn man bei so einem Vergewaltiger so den Opfer als Täter macht, ne? Genau so ist das jetzt. Ja, dann hätten sie auch kontrollieren müssen. Nee, das ist ja, du kannst ja die Schuld ist ja nun mal immer beim Verein, egal was passiert, ob das jetzt im Gästeblock ist oder im Heimblock. Der Verein, der das Spiel austrägt, ja, wird dafür bestraft. Ne? Ja, klar. Aber die Schuld beim Ordner zu suchen, finde ich sehr wahr. Das genauso. Die Schuld, sie hätte ja nicht so einen kurzen Rock anziehen müssen. Ich habe ja jetzt keinen Ordner beim Namen genannt. Ach, ich. Ne? Ja. Also kennst du da alle? Sind da noch 4 oder so?
Also, sonst macht der Willi ja auch einen ganz soliden Job. Da ist mal was durchgegangen. Ja. Willi, wenn du das jetzt hörst oder siehst, Schwamm drüber, ne? Aber hatten die nicht mal die Idee, dass die so Zelte haben? Da muss man sie nackt ausziehen. Nee, so ein Nacktscanner wie am Flughafen war da auch immer mal Thema, ne? Das war, ja. Könnt ihr euch daran erinnern, was das für ein Thema war, dass am Flughafen diese Nacktscanner eingeführt werden? Riesiges Thema. Stimmt. Dann denkt man so als so Normalbürger, wenn ihr so das was in den Medien los, denkt die man dann wirklich. Nur die Klamotten aus. Genau, die genau. So, bei so einem schlechten James Bond-Film-Scanner, wo du so Unterwäsche siehst. Da hat man ja gedacht, dann siehst du die Bilder, da siehst du nur so wie bei so einer Werbebildkamera sieht das ja eigentlich aus. Mhm. Wo ich mir dann so denke, so und dafür hat man so eine Welle gemacht? Ja, genau. Das hat ja auch nichts mehr mit Datenschutz zu tun, die können ja irgendwann nämlich abpauschen. Ja, ja, genau. Ja. Bitte sehr. Und dann war da beim Fußball auch so, da haben sie da auch so, da war da auch immer ein Thema so mit immer bei Auswärtsspielen. Mit dem Zelt war da. So Zelte, so, dass man sie nackt ausziehen muss und dann. Ja, weil sie die Bengalos teilweise im Hintern ins Stadion geschmuggelt haben. Naja. Und dann so ein Thema mit Nacktscanner war da auch irgendwie mal. Aber da holen die alle rum. Aber Hauptsache, da wissen die alles über mich und ich lass mich nicht impfen, weil da habe ich einen Chip im Arm. Ja, scheiße, ist dein Handy weiß sowieso, wo du bist. Ich komm aus dem Aldi raus und dann sagt er mir, wie war ihr Einkauf? Super. Ja, ich wollte gerade sagen, aber schön hier. Ja, Alexa zu Hause. Smartphone, Alexa und Payback, ne? Die wissen eh alles über dich. Aber impfen meine ich, dann wissen die alles über mich. Ich hab letztens wieder beim Fernsehen gucken, so eine ganz gruselige Situation, ne? Irgendwann habe ich geguckt und ich wollte wissen, wie alt hier die Troller von dem Textmob. Germany's Next Top Model. Heidi! Ich wollte wissen, wie alt Heidi ist. Also die ist auf jeden Fall älter als ihr Mann. Auf jeden Fall. Ich hab vom Fernseher saßen wir und ich hab so gesagt, 40 würde ich sagen. Boah, ich würde gerne mal wissen, wie alt die ist. Weil ich google eben, ne? Ich habe nur H eingegeben, da stand schon, wie alt ist Heidi Klum. Das ist nämlich schon ein paar Mal passiert. Das ist wirklich gut. Das stimmt, ist mir auch ein paar Mal schon aufgefallen. Da machen die auch, die nehmen alles mit. Du sagst ihm was und der weiß genau, was du suchst. Wahrscheinlich hat er dann irgendwie zurückgefolgt, oh, die gucken gerade Jam, Next Top Model. Mhm. Das ist die häufigste Frage, wie alt ist Heidi Klum? Ja, und wie alt ist sie? Alt genug. Ich weiß es gar nicht mehr, ich war so überrascht. Ich hab's auch nicht gemerkt. Die müsste Mitte 40 sein. Nee, ich glaube, die ist sogar älter. Nee, die ist noch gar nicht. Ich hätte 50. auch gesagt, über 50. Nee, ist sie noch nicht. Der Typ ist, glaube ich, so, der ist so alt wie du da. 22 oder so. Wer ist halt nochmal der Gitarrist, Bassist? Nein, der, der Bruder. Ja, was ist er, der Gitarrist, Bassist? Gitarrist. Der Gitarrist. Ist er nicht der Schlagzeuger? Nein, der Schlagzeuger ist so ein kleiner Dicker. Das ist der Gitarrist. Und der Sänger ist ja der Bill. Und wie heißt der? Tom. Bill. Will. Zusammen heißen die Bill Collins. Keine Ahnung, wie der heißt. Tom, glaube ich, oder? Will Klum. Tom, ja, Tom. Stimmt. Tom Kaulitz, Will Kaulitz. Mhm. Wie hieß denn der? Was ist oder heißt der jetzt Klum? Nein, das sind nur zwei Brüder. Keiner weiß, wie alle meinen Namen. Ja, aber es gibt doch noch. Wie hieß denn der Schlagzeuger? Das weiß doch keiner. Haben wir noch nie gehört. Auch Will. Und wie heißt der Bassist? Den Bassist haben die ausgetauscht, ne? Der war uncool. Ja? Glaube ich. Ich interessiere mich jetzt nicht so für Tokio. Ja, ist die überhaupt noch? Die ja, haben klar. Noch, die haben noch irgendwann jetzt vor ein paar... Jahrzehnten. Jahr oder so, oder vor zwei Jahren irgendwas rausgebracht, was aber mehr so Elektro war, ne? Ja, die waren doch auch, die haben doch die Mucke gemacht hier für Germany's Next Topmodel. Ich dachte, da haben sie doch ins Finale. So ein Zufall. Im Finale. Ich muss das ja leider gucken. Scheiß Vetternwirtschaft, ey. Ja, das läuft, immer wenn ich umschalte, läuft das. Ich kann nichts dafür. Wir haben so ProSieben auf allen Sendern, ja. So wie der Bachelor. Alles wie ein Autofahrer, man kann nicht weggucken. Das kann ich nicht mehr, ich gucke kein Bachelor. Oder sowas generell, dieses ganze Trash-TV, das kann ich nicht mehr. Ich gucke generell eigentlich fast gar keinen Fernsehen. Ja, das, ja, weil Werbung da drin vorkommt. Werbung nee, nicht wegen der Werbung. Mir geht auch, was da kommt. So, da hast du ja teilweise die Wahl zwischen, da werden die Torten gebackt, da im Dschungelcamp werden irgendwelche Käfer gefressen, dann hast du Harz. Da hast du nackt auf der Insel. So. Ich stehe ja auf inhaltlos. Wenn man unsere Musik hört, dann weiß man ja, dass wir auch relativ inhaltlos sind. Aber die treiben es halt auf die Spitze, ne? Ja. Da sitzt sich doch auch keiner mehr hin und macht ein Drehbuch. Das ist alles spontan. Ja, ich schau dich mal hin und wackel jetzt mal mit den Klöten da. Gibt Quote, gibt das. Und du wein jetzt mal ein bisschen und dann isst du mal noch so eine Erdbeere. Hier bei dem, wo das haben sie da gezeigt, da sitzen so zwei da hier. Das war doch auch bei Bachelor, wo ja einfach so eine Spüle steht und einfach so mit so einer Bürste.
über so einen Topf die ganze Zeit geht und dabei quatscht, wo man denkt, so, die hat noch nie ihr Leben geschmült. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich rede einfach nur für die Kamera so. Da hat doch irgendeiner aus dem Off gesagt, ja du Mäuschen, mach mal hier, spül mal. Ja, okay. Ja, dann bin ich ganz sauer, weil es wieder rausgekommen. Da kommt wieder die Stimme aus dem auf die Bürste, muss auf die andere Seite. Dreh mal die Bürste. Die muss im Topf sein, nicht nach oben. Muss sie ins Wasser halten. Ja, so stelle ich mir das vor, dass da so zehn Leute im Hintergrund sitzen, die jede Person steuern. Mhm. Ja, und jetzt bück dich mal in Kamera 4. Ja. Ja. Das sollst du nicht sagen. Das soll ich nicht sagen. Halt, stopp. Halt, stopp. Jetzt reicht's aber. Ja. Komm in mein Büro. Max. So stell ich mir vor. So wird alles produziert. Und das ist, um es auf die Spitze zu treiben, gibt es gar nicht 10 Teams. Das ist ein Team macht alle Fernsehsendungen, die so kommen. Die haben immer den gleichen Sprecher. Ja, ist alles gleich. Scheißegal, RTL 2, Sat.1. Wahrscheinlich haben die den auch. TV Total mit der lustigen Stimme. Ja, aber wahrscheinlich hat RTL auch nur einen Sprecher, den haben die, der ist schon tot, den haben die aufgenommen. Weil die erzählt ja immer das Gleiche. Wir brauchen ein und. Ja. Da. Ja. Andere Betonung, okay, ich hab noch eins. Ja. Das ist, aber der muss ja immer nur das Gleiche erzählen. Also Fernsehinhalt geht mir richtig, also da kommt auch nix. Und jetzt wiederholt sich das, ne? Dann gibt's ja das große Promi-Backen, das normale Backen, dann gibt's noch auf Sat.1 irgendwas mit Backen. Das ist doch Promi-Backen, kommt nee, es gibt doch auch oder auf RTL oder so, gab's ja auch noch ein Backen, da wurde da so Süßigkeiten gebacken. Ja, weil, ja, ist stimmt, es gibt mehrere so Backsachen. Aber was und ist dann auch jedes Mal, nee, dann, ich muss noch ausreden, weil jetzt kommt noch mal der erhobene Finger, aber dann wird dir mal erzählt, du musst sparen hier, ne, Ressourcen schont. Und da werden so 8 Kilo Schokolade verbaut, das ist kein Mensch. Ja. Und dann denke ich mir. Oder so, einfach so, der Teich ist hinüber. Pff, ja. Neun. Ja. 200 Eier habe ich da reingepackt, 5 Kilo Butter. Ja. Dann könntest du 3 Dörfer von ernähren. Ja, und da kommen sie wieder bei dir an, ja, das dürfen sie nicht kaufen wegen Umwelt. Aber wenn sie gewinnen, dann spenden sie doch 1000 Euro. Ja, aber nicht die, aber nur die Promis. Da gibt es ja auch so Privatleute. Ja, die Promis. Die Promis. Oh, mein Lieblingsfernsehen ist auch noch der Typ Murmelmania. Das ist auch geil. Wie heißt das? Murmelmania. Was ist das denn? Ja, mit so einem Murmel fahren die so eine Bahn runter. Nein. Das zeigen die Fernsehen. Ja, aber die zeigen im Fernsehen jetzt auch schon fucking da. Ja. Das hier ja mehr Fernsehen. Das ist wirklich mehr. Ja, aber die fucken sich ja auch. Da stehen da irgendwelche Prominenten und fangen sich. Die spielen Fangen? Ja, ja, die spielen ja, Fangen. Fangen, weißt du. Das hat sonst immer hier dieser Luke Mockridge gemacht. Und was ja. Mit Verstecken? Aber der darf das nicht mehr machen, weil der ja da so ein bisschen Probleme mit seiner Frau. Weil er seine Frau angefasst hat. Angeblich. Ja. Ah, komm. Lügenpresse. Komm. Sie wollte es doch auch. Ja. Auf jeden Fall darf er das nicht mehr machen. Hast du noch ein Arbeitsgerät da? Ja. Trinkst du so langsam oder ist das schon? Nee, er hat das schon zu. Ich mach langsamer, ich hätte ja einen Unfall passiert wie Samstag. Auf jeden Fall, wo waren wir stehen? Also Fernsehen. Fang, Murmelmania, das ist auch noch ganz groß. Und Stapeln machen die jetzt auch noch. Stapeln, genau. Stapeln. Da steht dann einer, hier so einer, wo du denkst, der hat doch was auf dem Kasten. Wie heißt der noch? Der war im ARD, war Fußball und keine Ahnung. Wie heißt der? Beckmann? Montora? Nein, der mit der Brille. Ach ja, nee. Auch nicht. Ich weiß. Der ist also ein Fußballmoderator von ARD oder was? Ja, damals. Der hat auch seine eigene Sendung auf Pro7 jetzt mit der anderen von der Tag auch noch Löffel. Und der macht jetzt Stapeln. Da denkst du dir, was ist mit dir los? Was aber, ich bin früher, seriös. Der hat doch früher auch schon Schlag den Rat moderiert. Ja, aber genau. Nicht Stapeln. Aber das wäre dann aber auch so sinnlos, dann wird auch so völlig konzeptlos. Da gucken wir so eine Kramskiste. Ja, jetzt habe ich 18 Google-Schreiber, stapel die mal übereinander. Ja, die stapeln das dann. Ja, nicht also so Sinn, also nichts, was Sinn, ja. Also nein. Oder sonst irgendwas. Ich habe aber eingeschaltet kurz und dachte, was machen die denn da? Dann sitzen die da und dann waren da so 2 Mädels, die waren voll aufgeregt, da mussten die so diese Wasserringe. Wo man so im Wasser drauf sitzt. Diese Ringe. Kennst du nicht die großen Ringe, wo man sich so reinsetzt? Ach so, ja. Und die waren, ja.
Und die waren aus die sahen aus wie Murmeltiere. Ja. Oder nee, die Murmelfaultiere. Und dann war die eine Faultier-Fan, oh, das wäre so toll. Ich kann Faultiere übereinander stapeln. Ja, aber dann mussten die da irgendwie 10 von diesen Ringen, wo die oben schon gar nicht mehr rankommen, die mussten den draufschmeißen, mussten die dann aufeinander stapeln. Ich so, was soll das? Und dann stehen die Leute da und fiebern. Schaffen die das? Das macht mich jetzt wahnsinnig. Die schaffen das. Oh, ich bin so erleichtert. Und dann ist ja, und neben diesem ganzen sinnlos Kram. Ja, also habe ich noch nicht mitbekommen, dass so, das so eine Scheiße. Das ist wirklich, das ist ja, das eigentlich purer Fun. Und dann da sitzt doch einer und denkt sich, was kann man noch machen? Ja. Ich wäre dafür, ich hätte jetzt eine gute Idee, das könnten wir mit anfangen, dass wir hier mal sitzen. Das Haus vom Nikolaus malen. Nein, und auch anfangen, weil das finde ich geil beim Saufen gerade, Jenga. Ich fange an, Jenga zu spielen. Nee, soll ich sagen, was für so eine Leiter? Das ist mit den Holzklötzchen, ne, wenn man den Turm baut. Naja. Aber soll ich was für eine viel bessere Fernsehsendung wäre? Wahrscheinlich müssten wir damit nach Holland, weil in Deutschland kommt man nicht gut an. Kiffen. Nee, wir machen so, wie hau den Lukas damit pinkeln. Wer den Ärger und Strahl hat. Das ist auch der Wert. Da habe ich jetzt schon verloren. Das kriegst du auch. Da können wir lieber machen, wer am öftesten pinkelt. In Holland kriegst du das auf jeden Fall an den Mann. Die würden das schon feuern. Die würden das wie so eine. Ich stell mir das vor, wie beim Darten. Weißt du, so eine Partyhalle und dann stehen die da vorne und pinkeln auf so ein Ding drauf und dann geht da so ein Ding hoch. Ja, oder auch auf Entfernung, ne? Wer pinkelt am weitesten? Ja. Aber so, dass du mitfiebern kannst, da musst du was hochsteigen und oben Feuerwerk. Und pinkeln zu reden? Auf jeden Fall, um auf das Fernsehthema zu kommen, es ist wirklich nix. Nein. Also völlig inhaltslos. Und dann gibt es jetzt neben dem ganzen Scheiß noch alte Sachen wie 7 Tage, 7 Köpfe muss man jetzt wieder hochleben lassen. TV Total muss man wieder welche hochleben. Welche 7 Köpfe willst du denn heutzutage noch sehen? Ja, da ist ich doch schon. Hier, da ist wenn die rollen würden, wäre das schöner. So, aber selbst das ist so, wo ich mir denke, so, wer ist denn da die, wer ist denn da einer von den 7 Köpfen? Ich habe das nur bei Gemischtes Hack gehört, dass das jetzt wieder aufgehört. Ja, ich habe es auch noch nicht geguckt. Ich habe irgendwie gesehen. Kommt das schon wieder? Ja, das kommt schon. Das ist aber war das nicht nur ein Nee, das ist jetzt wieder so, da ist der Bernd Stelter mit dabei als Alteingesessener. Ach du dieser beschissen so voll an. Der lebt noch. Dieser, die, dann der dicke Kristall. Ja, der ist auch super lustig. Dann Guido Kanz moderiert das, ne? Oder? Guido Kanz moderiert. Ja, ist immer Guido Kanz. Dieser blonde Karneval. Ach der, ja. Auch mega kacke. Ja. Und dann frauenmäßig ist da Anke Engelke. Die ist doch immer. Ja, das würde jetzt passen, weil jetzt mal dabei war. Aber die ist ja RTL, die hat ja, die ist ja. Ja, die ist aber Sat.1. Eben. Aber die ist super witzig, finde ich. Die finde ich ja noch witzig, aber ich meine, ich hätte fast Miriam Bös oder sowas gesagt, ist dabei. Gottschalk würde noch in die Runde passen. Gottschalk ist zu prominent, das passt nicht. Das ist zu prominent. Ja, ja, aber früher war da noch Rudi Carrell. Ja, mein Krüger, der war aber noch. Aber trotzdem, das ist so. Ja, Rudi Carrell hat ja die ganze Sendung geschrieben, ne, damals. Also der hat ja jede Woche quasi alles, was man da so gesehen hat, ist fast zumindest alles. Zumindest mit seinem Team. Von Rudi Carrell, ja. Aber ich finde auch, das ist so, neben den ganzen Schlechten kommt noch ganz viel Altes. Mir fehlt so mal. Frischet, dann ist wie wenn du so mittlerweile auf so eine Comedy-Veranstaltung gehst und das 4 Stunden. Ja, aber wir sind doch ruhig, ich mir denke, so übersetzt ich an Schrott. Was willst du denn noch machen? Ja. Du musst doch nur Internet, du machst morgens, stehst du auf, gibst du Instagram, da machen. Das ist auch nur Scheiße. Ich würde sagen, wir schicken diese Aufnahme, wenn das hier fertig ist, schicken wir an die ganzen Sender in Deutschland und sagen: Hier, wir haben ein neues Format, wir würden das gerne bei euch produzieren, exklusiv bei euch. Ja. Kriegt jeder so geschrieben und dann machen wir schön jeden Abend, montags bis donnerstags, Sauf Late Night, nur bis donnerstags, weil Freitag, samstags wollen wir ja richtig saufen. Oder wir machen so eine Sonntags haben wir Ruhetag. Sonntags ist Ruhetag. Oder vor den Nachrichten. Und bei Wahlen aber Special-Sendungen. Eine halbe Stunde vor den Nachrichten. Bierbereit-Spezial. Einfach nochmal, ja, wir müssen bei den Nachrichten. Die Tagesschau entfällt heute, weil ein Bierbereit-Spezial kommt. Ungefiltert. Ungefiltert, echt. Ja, und wir müssen echt zu den Öffentlich-Rechten, also zu ARD, ZDF, weil da werden wir auch bezahlt. Ja, die Leute müssen GZ, das ist nämlich ein richtiges Abonnement. Die machen das richtig, nicht so wie die anderen Netflix und so.
hier zahlst du 10 Euro, kannst du alles gucken, was du willst. Die kommen an und sagen, du zahlst es. Ja, so geht nämlich der Hase hier. Und nicht nur, guckst du immer für nicht nur 10 Euro. Wenn du keinen Bock auf Zahlt hast, hast du Pech gehabt. Aber das kriegst du nicht, du Arschloch. Du hast doch bestimmt, dann guck doch auf ZDF, Rosamunde Pilcher. Und zur Not hast du irgendwo ein Radio stehen. Du kannst schön eins live hören den ganzen Abend. Und wenn du keinen Bock auf Lügenpresse hast, ja, hast du Pech gehabt. Das kriegst du nicht. Und wer, du machst ein Radio zu Hause. Zahlst du Doppelte. Lügenpresse ist auch so ein witziges Wort, ne? Das ist auch so. Ja. Das ist, ja, weil das die Leute sagen, das habe ich im Internet gelesen, dass das so war. Ja, stimmt, im Internet das lese ich das nur. Das hat ein YouTuber erzählt, den gucke ich schon voll lange. Ja. Und der sagt ja recht. Der hat nämlich so vertrauenswürdig. Der hat nämlich gesagt, wenn die das sagen, dann ist das auf jeden Fall... Das war ein Arzt im Internet. Der hat gesagt... Und der hat mir seine würde sich nicht impfen lassen. Und der hat mir seine Urkunde gezeigt. Im Internet. Der hatte nicht nur einen weißen Kittel an, der war auch wirklich Arzt. Da stand unter drunter Doktor. Dr. Matt. Spätestens dann hättest du hellhörig werden sollen. Ja, aber nee, da ist jetzt noch schon lange abgefahren. Aber Ja, das ist, finde ich, so ein witziges Lügenbrechen ist so. Und dann ganz witzig finde ich immer den Satz. Ja, ich lasse mir meine Freiheit nicht nehmen. Ja, finde ich auch immer sehr schön. Ob wir hier in so einem Land leben, wo du so eingefärscht bist, nichts darfst. Ich lasse nicht immer meine Freiheit bestimmen. Nee. Ja, hab ich auch mal gedacht, dann zieh doch nach Nordkorea. Das sind doch so Leute, die dann sagen, der Ausländer, die Flüchtlinge will ich nie aufnehmen, ne? Aber meine Freiheit, die lasse ich mir nicht nehmen. Ja. Die dürfen hier nicht reinkommen mit dem Boot. Weil wir haben gar kein Wasser hier. Punkt. Sehen Sie schon, wie Sie hier Kanal runterschippern. Die nehmen mir meinen Job weg. Was haben Sie denn für einen Job? Wie Platz hier fair? Leck mir am Arsch, ey. Ich bin beim Staat angestellt. Ich bin Beamter. Krieg 450 Euro im Monat. Ja, das ist wirklich... Das sind so Wörter, die sich so eingebürgert haben. So. Ich habe öfter mal kleine Rollen bei RTL. Ich bin mitten im Leben Darsteller. Ja. Ja. Der Superstar von Harz, aber herzlich. Ja. Jetzt guckst du, ne? Ja, ganz groß. Ich bin berühmt als du, doch. Ganz so lange Musik machen wir noch jetzt. So berühmt wie ich bist du nicht. Da muss er aber mal sagen, das ist aber auch so, das ist aber auch ganz schlimmes Fernsehen. Ne? Du zeigst ja den Leuten immer, dass es nur blöde Arbeitslose gibt, die richtig viel Geld haben und stinkfaul sind. Ne? Also wenn du jetzt RTL 2 aufmachst, du denkst immer, automatisch, ja, jeder stimmt, Arbeitslose ist so. Das ist ja. Das ist halt so. Ja, aber die Leute drauf stehen. Ne? Die wollen auch immer ein bisschen. Da muss man sagen, wird ja immer so ein bisschen Hetze getrieben. Das kann die Bildzeit nicht auch mal gut. Ne? Die suchen auch immer den einen Hartz-IV-Empfänger, der das Luxusboot. Ja, genau. Das stimmt. Hey, die sind halt. Anders. Arschgeigen, die von RTL. Von ProSieben sind auch nicht besser. Ja, von jedem. Außer, immer nur der Einzige, der gut ist, ist der uns abspielt. Das ist der Vernünftige. Ja, aber da wollen wir jetzt auch noch nicht festlegen, beziehungsweise wir wissen es ja schon, aber wir wollen den Namen nicht. Ja, wir haben so einen kleinen Favoriten, ne? Nee, wir haben ja alle Abonnement. Ihr habt alle ein Abonnement für. Wir haben keinen Favoriten, weil wir wissen schon, wer es wird. Aber wenn wir das jetzt verraten, wir haben ja eine riesige Marketingaktion noch am Start, das wird verpufft, wenn wir das sagen. Naja, wir können die Bombe noch nicht platzen lassen. Ganz langsam einfach, das ist ja, wir sind ja auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ja. Und das hat der Direktor von RTL ja auch gesagt, dass wir das nicht erwähnen sollen. Der hat jetzt auch gesagt, der hat ja mit N24 schon gesprochen, ne? Da gibt es eine Hitler-Doku weniger, weil die wollen einen Sendeplatz. Ne? Da müssen wir mal so anmelden. Also ich hab gehört, die Judith Rakers wird sagen, dass wir da angestellt sind. Soll ich sagen, was wir für einen Tag haben? Du sitzt bei Sender A, du bei Sender B, bei Sender C. Da machen wir so eine Live-Schalte. Weil die wollen alle was davon haben. Ein kleines Stückchen vom großen Kuchen quasi. Und wir geben uns mit dem Kasten Bier zu verdienen. Ja, das ist ja das Arbeitsmaterial. Ja, wir haben einen richtigen Reiber gemacht, Schnapper. War doch irgendwann mal hier, so ein Tagesschausprecher verdient doch, glaube ich, was war das, irgendwie 250 bis 350 Euro pro Sendung. Ne, wo man dann sagt, so klingt jetzt erstmal nicht viel, aber dann, wenn derjenige so am Tag, sage ich jetzt mal,
vier, fünf Mal live geht, würde ich morgens schon aufstehen. Peanuts. Peanuts, ja. Ich trinke auch Sekt, weil ich Geld habe. Den billigen Farmer oder was? Ja, den richtig guten, teuren Sekt, ja, vom Weinhändler. Vom Weinhändler. Oh! Ab einem gewissen Alter hast du einen Weinhändler. Kein Mumm. Ab einem gewissen Alter hast du einen Weinhändler. Ja, du bist ja der Einzige, den ich kenne. Wenn ich was ausklamüsern muss, dann trinke ich Wein. Bin immer der Meinung. Ja, zu Vino sag ich ein Vino. Aber da muss ich sagen, wenn es so richtig gerade heiß ist, Mittagssonne, manchmal ist Bier da nicht das richtige Wahl. Kalter Weißwein mit Eiswürfel hängt dich in richtigen Sommerkommen. Was hätten Sie denn gerne? Wir hätten gerne drei Bier und eine Weinschorle. Nee, nicht so für aus, aber so. Wenn ich zu Hause. Für wen denn die Weinschorle? Ja. Und es muss auf den Sommer von den toten Hosen oder was? Und ich muss ja auch mal sagen, von Wein besoffen sein, ist das geilste besoffen sein. Gibt's ja. Gibt's da Unterschiede ja. Beim besoffen sein? Ja, gibt es. Ich kann besoffen ranken. Ich finde das Schlimmste besoffen. Ranken? Ja, das Schlimmste besoffen. Ranken heißt ja, das Schlimmste besoffen sein ist generell so von harten Schnaps. Das ist so von jetzt auf gleich kaputt. Bier betrunken sein ist ja auch cool, weil du kriegst oftmals noch alles mit, bist aber einfach rotzevoll. Wisst ihr, das hat meine so? Und du musst ständig schiffen gehen. Weil ja, aber das ist der Nachteil von Bier. Einige Liter. Aber ich finde, von Bier hat ihm, vom Wein hat ein bisschen mehr Bums, das macht dich schneller auf ein Level, was cool ist. Ich habe mal schöne Schuhe. Ja, aber da kannst du nur Weißwein trinken, weil Rotwein kriegst ja, du so. Ja, ich krieg auch nicht. Ja, weil Rotwein kann ich auch nicht saufen. Oh ja, der brennt wie die Hölle. Rotwein. Und Rotwein macht auch immer sehr schnell und hat auch träge, finde ich. Also so, wenn es irgendwie mal so zum Essen oder so ein Glas Rotwein gab, früher in der Familie, hätte ich pennen gehen können, sofort. Aber ich trinke auch jetzt so Glühweinzeiten. Ich bin ja eh kein Glühwein-Fan mehr. Früher, als ich jung war, da war doch besser der noch Glühwein. Cool. Der war besser. Der ist ja auch schlechter geworden. Oh, was aber haben wir uns im Kindergarten mit Glühwein nackeballert, ey. Aber ich trinke auch heutzutage einen roten Glühwein mehr. Nur noch weißen. Ich finde den weißen, der brennt. Und was? Der rot hat so einen Nachgang. Nee, so ist ja, weil ich gar nichts saufen kann. Denn so dieses so Met. Alter, wer kann. Auch Met ist geil. Met ist leck, doch. Ja, Met ist richtig, finde ich auch geil. Geht runter wie Öl. Ja, das wird ich schon gesagt. Ja, das ist geil. Du bist ja der Jüngste, also in 7 Jahren. Wie alt ist er jetzt? 31, ne? Ja, in 7 Jahren. Da wirst du merken, Met ist geil. Weiß ich nicht. Ja, das auch irgendwie. Das stimmt. Met ist, finde ich auch ziemlich geil. Das ist Balsam für den Hals. Und ich habe so jetzt diesen letzten Winter Glühbier für mich entdeckt. Also sprich, einfach. Okay, das war's. Ohne Bier auf, ist beendet. Auf knapp 40 Grad erhitzen und dann trinken. Doch, das ist doch super lecker. Das ist doch gegen Grippe. Ja, aber es schmeckt. Ja, das ist auch. Du hast doch nicht jeden Tag eine Grippe gehabt. Du hast ja Bier doch. In der Pfanne, oder? Du stellst halt in den Topf mit Wasser, ja. Und dann machst du noch 40 Grad. Ja. Ich bin froh, dass wir ein grünes Blondes haben. Du hast ja mit plus 40 Grad in der Mikrowelle. Ja, da kannst du ja nicht kontrollieren, wie heiß das Gewürz. Ja, muss es genau. Außerdem passt die Pulle nicht in die Mikrowelle. Aber mit dem Aluminiumrad wäre das, glaube ich, auch gar nicht so gut. Oh ja, das glaube ich. Aber was ist denn der Unterschied, dass es 39, 38 oder 40 Grad hat? Ab 40 Grad geht alles, was darin noch gesund ist, kaputt. Als auch der Alkohol. Und du kannst deine so einstellen, dass er genau dann. Nee, ich habe einen Teethermometer, sprich, da packe ich oben in die Pulle rein. Soll ich jetzt pinkeln? Ich spiele unter mir zusammen. Also, wenn der jetzt hier mittendrin pinkeln geht, kann ich doch auch rauchen. Hier drin. Hier drin schon hier mal. Hier drin, weil der pinkelt euch hier nicht in der Ecke, oder was? Ja, warte. Wenn er so ist, dann pinkel ich hier hin. Weißt du, das ist auch ein sinnvolle Konvention. Also wenn der jetzt pinkeln geht, dann kann ich auch hier rauchen. Ja, Entschuldigung, ich dachte, ich bringe das einfach mal an und ihr sagt einfach ja, ohne jetzt irgendwo gegen. Nee, das ist okay. Ein super Argument. Rauch ruhig. Ich mache mir noch ein Bier auf. Aber wenn du dir noch ein Bier aufmachst, kann ich auch nicht rauchen. Ich hatte gerade einen Stauderkorken. In diesem Kasten waren, glaube ich, drei oder vier Stauderkorken. Letzte Woche oder vorletzte Woche die erste, die ich aufgemacht habe. Nicht, dass wir Schleichwerbung machen für ein Bier, was uns noch nicht einmal Geld oder Bier gesponsert hat für irgendwas, obwohl wir einen erfolgreichen Song haben.
Ja, ziemlich erfolgreichen Song. Ziemlich erfolgreichen Song, aber die haben es noch nicht. Diese Biermarke hat es nicht für nötig gehalten, uns einmal einen Kasten Bier hier vorbeizubringen. Der hätte ihn auch abgeholt. Ja. Oder ein Fass mit Zapfanlage, würden wir auch nehmen. Stimmt. Mein Gott. Boah, den hättest du aber noch draußen lassen können. Nee, der furzt mich hier die ganze Zeit voll. Also den lasse ich nicht raus. Bei uns gab heute Forelle mit allen Pipapo. Also ich wollte es eigentlich in den Müll da schmeißen, ich hab's nicht geschafft. Aber die Forelle gibt die ganze Zeit Fötchen aus dem Arsch. Boah, am Sonntag hatte ich Fötchen gehabt, ne? Nach dem Kater. Gab der da auch immer? Fötchen oder Kater? Die Kombination. Oh. Ich musste den ganzen Tag Tür auflassen. Die Haustür? Alles war alles muss komplett durchzogen. Oder jetzt mal so ein Aschenbecher da. Eine können Nein! Wir. Doch, eine können wir. Nein. Das zieht nächste Woche wieder raus. Wir können die Tür aufmachen. Du rauchst doch auch. Nee. Klar rauchst du. Nee, ich bin raus. Schon seit Freitag. Das ist mir auch dagegen aufgefallen. Warte mal. Stimmt. Ja, diskutieren wir jetzt hier nicht. Nein. Okay, dann haben wir das jetzt. Wir können ja abstimmen. Zwerge haben keine Stimme. Wie bitte? Wir sind außerdem ein Musikpod. Groß Spaß und haben noch nicht einmal über die Musik gesprochen. Sollen wir jetzt mal über Musik reden? Gibt's denn was? Gibt's denn was drüber? Ja klar, wir haben doch über unser eigenes Konzert haben wir doch ausführlich. Aber auch nicht auf die musikalischen Inhalte. Und ich muss sagen, so auch ist irgendwie schön auch, ne? Also auch wenn es zum Ende hin das ist sich doch ein bisschen gezogen hat, aber wenn Leute kommen und sagen, oh, Schockromantik, bla bla bla, meine Lieblingsband. Da fühlt man sich ja doch irgendwie so ein bisschen geschmeichelt. Ja, genau. Da gebe ich dir auch recht. Aber wenn man das dann innerhalb von 15 Minuten 300 Mal hört, dann denkt man nicht von 300 verschiedenen Personen. Dann denkt man ja, das wäre wieder was anderes. Da wird man sich ja natürlich noch geschmeichelter fühlen. Und ja, genau. Wenn man dann auch in der Zeit 150 mal die Hand geben. Naja, aber wir sind halt so Fan da. Wir sind Fan da, ja. Ja, Fan da. Wir verstecken uns nie im Backstage. Naja, wir sind da für unsere Fans. Wir sind da, wo das Bier läuft. Wir trinken auch gerne mit denen. Wir lassen uns immer gerne was ausgeben. Ne? Aber wir geben auch gerne wir geben mal was auch aus. Gerne aus. Ja, genau. Das stimmt. Oder wir machen super Spitzenangebote am Merchstand. Ja, machen wir immer. Ja, das stimmt. Nicht, dass wir noch irgendwas hätten zu verkaufen. Hier, der Pulli, 20 Euro, aber für dich 25. kauf zwei, bezahl drei. Ja, Corona hat ein riesiges Loch in unser Konto gerissen. Ja, das ist halt so. Du darfst halt nicht mehr aus. So ein bisschen, hier musst du jetzt eine. Hier, ein Two and a Half Man mit dem Becher. Ja, also normalerweise, zack, es fließt oben rein das Geld und unten fließt ein bisschen raus. Das tropft. Bei ihrem Bruder, zack, 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 zack. So schnell wie es reinkommt, geht es so wieder raus. Ja. Das ist natürlich auch gut. Ja, mit gut die Wirtschaft. Für ihn als seinen Finanzberater, das ist gut, ja. Ja, aber so ist das ja bei Banken heute auch. Kurbel, wer, die, bist du der Arsch. Das ist ein Problem, was wir nicht haben. Ja, wir nicht. Unser Geld geht ja im Prinzip aber auch nicht in die Wirtschaft, sondern eigentlich mehr hier in die Proberaummiete und in ist ja auch eine Wirtschaft. Einzelne Studioaufnahmen bzw. Nachbearbeitungen und so richtig investiert wird es ja jetzt nicht. Ne? Ist ja nicht so, dass wir mit dem Geld, was wir investieren, wieder was reinbekommen, womit wir wieder Geld reinnehmen. Ne? Ist wow, ja, uns geht das einfach. Es geht nur raus. Es geht nur raus. Es geht nur raus. Es geht wenig raus, wenig rein, aber viel raus. Ja, genau. Das ist halt sehr mono. Und mit dem Alkohol ist umgekehrt. Umgekehrt. Es geht sehr viel rein. Hier aber auch sehr viel raus. Bei mir ist so also bei mir geht es auch viel raus. Massenweise. Kommt, ja, kommt auf den Weg an, den bei es geht. Bei dir kommt es ja aus zwei Wegen. Aber bei mir kommt und aus einem Weg sehr viel. Ich habe auch das bis heute, muss ich auch zugeben, bis heute nicht verstanden. Es gibt ja Leute, die kennen
diesen Punkt, wo man weiß, jetzt sollte man aufhören zu trinken. Ich kenne das nicht. Ich bin jedes Mal wieder aufs Neue überrascht, dass das doch zu viel war. Ich habe das, also ich habe das, aber es ist mehr, dass ich Nein. Erstmal das. Ich mache es mal. Ja, manchmal ist es das. Und dann gibt es aber auch den Moment, wo man merkt, so okay, das letzte Bier war jetzt eigentlich auch schon eins zu viel. Ja, der hätte mal eine Pause machen müssen. Ja, bei mir ist das wirklich. Und wenn man dann erst die Pause macht, dauert es ganz lange, bis man wieder an den Punkt kommt, wo man sagen kann, jetzt kannst du nochmal einen trinken. Ja. Ja, man muss ja erst 5, 6 Gläser Wasser trinken oder was essen. Und meistens ist das der größte Fehler, den du machen kannst, wenn du so kurz vor Kotzen bist. Du denkst, du machst dich nochmal, mit dem Wasser holst du dich nochmal raus. Schön, mit ganz viel Sprudel. Meistens ist es das, was dich rausholt. Ich habe das Problem eigentlich nur, ich trinke am Anfang viel, viel zu viel. Weil ich kenne kein Limit. Weil das erste schmeckt, das zweite schmeckt noch besser, boah, das dritte ist noch besser. Und dann geht's. Und dann wird man irgendwann übermütig. Ne? Das ist auch mein Problem. Ne? Man sollte eigentlich bei mir bleiben, aber irgendwann kommt der Moment, wo du denkst, ich kann alles trinken. Ich bin ja ein Likör-Fan. Ja, ich auch, aber ich lasse mich. Da Pfeffi getrunken am Samstag, 2 Liter Flaschen. Dann kamst du noch mit diesem Kokosnuss rum, die Treppe runtergereiert. Mit Kokosaroma. Den fand ich übrigens sehr geil. Sehr hochpreisiges Produkt. Richtig lecker gewesen. Also kein Matita. Den konnte ich trotz meines hohen Alkoholpegels, konnte ich dann noch rausschmecken, dass der sehr lecker ist. Also ist ja normalerweise, wenn jemand sagt, ist ein ganz feiner Tropfen und du hast aber vorher schon feine Tropfen. Ganz viele feine Tropfen gehabt, dann nimmst du und weg. Ne? So, aber. Der war echt. Das ist ja auch genauso, wenn einer kommt, wir machen jetzt, ich hole mal einen guten Whisky raus. Ja, klar, ich probiere doch mal guten Whisky. Ich bin schon da oben. Aber jetzt trinke ich einen guten Whisky. Ja, und der kommt. Morgens um 5:30. Und dann, und wie war der? Oh, du! Wie teuer war der? 60 Euro! Also nur dein Glas. Kennst du das auch, wenn du meinst? Du merkst, die Kotze kommt hoch und du bist der festen Überzeugung, dass du es noch schlucken kannst. Noch, genau, dass du mit deiner inneren Ruhe so nicht, du läufst jetzt drin. Meistens ist das uns eine große Sorge. Ich schaffe noch zum Klo. Ja, du meinst so, nee, den halte ich drin, den halte ich noch. Nee, tatsächlich, also ich habe es auch noch nie versucht, das drin zu halten. Wenn ich merke, dann gehe ich einfach ganz zügig irgendwo hin, wo man das nicht sieht. Unauffällig. Ich sag mal, von der Masse nicht bemerkt, entsorgen kann. Also manchmal gehe ich hin und denke so, boah, das schaffe ich. Ich kipp jetzt einfach noch einen Rum drauf. Oder man muss einfach nur im Nachhinein, wenn man gekotzt hat, einfach nur stark genug sein, also überzeugt sein, dass man nicht gekotzt hat. Selbst wenn du Leute ankotzt, sagst du einfach, ich hab nicht gekotzt! Ich bin voller Kotz, ich habe nicht gekotzt. Ja, damals ein Kumpel mal, da haben wir Silvester gefeiert, oder sind wir noch hinter zur Schule gegangen. Der hat bei seinen Eltern im Keller gefeiert. Und es gab schon Silvester. Und im Keller, ja, da durfte man noch feiern an Silvester, auch mit über 10 Leuten sogar. Und da war im Keller aber auch direkt nebenan die Toilette. So, und dann haben wir da gemeiert. Und irgendwie 2 Fläschchen Geneva getrunken, so ganz entspannt. Ich habe noch nie Geneva gesoffen, aber jetzt mittlerweile mag ich das auch nicht mehr. Jetzt mal eintrinken und danach merkst du schon, das ist Kotzen. Und auf jeden Fall war er irgendwann meinte er so, sag mal, wo ist denn der hin, ne? So, weiß ich nicht, guck mal, ob der auf dem Klo ist. Ne? Machst du die Tür aus dem Keller raus, guckst du ins Klo rein, leer. Na, wo ist denn der hin? Ne? Und dann sind wir so die Treppe raufgegangen und dann steht der von innen an der Haustür mit so 2, 3 Läppchen Zewa. Die ganze Haustür war von innen vollgereiert, von oben bis unten voller Kotze. Und er steht dann da und ist am Reiben und dann. Ich war das nicht, ich mach das nur weg. Jawohl, da kenne ich auch eine Geschichte. Ich habe mal geschafft. In einem Hotelzimmer, also ein teures Hotelzimmer, das Badezimmer,
bisschen drin, zu kotzen. Warte, hast du Samstag erzählt, auf Tagung, ne? Da. Oder auf Tagung? Ich wurde seitdem auch nie wieder eingeladen. Ich hab's nicht mehr, also, ich hab das Hotelzimmer nicht mehr gefunden. Also, ich wusste nicht mehr, wo mein Zimmer ist. Das war so ein richtig teures Hotel, wo so Tage mal sind. Da hat mich der Hotelpage rotze vor der Hand genommen ins Zimmer gebracht, weil ich nicht mehr mein Hotelzimmer gefunden habe. Dann bin ich morgens. Ich mir auch schon so ein geiles Bild, wo da so Händchen halten mit dem Flurton. Und dann hat es nur morgens an meine Tür geklopft. Und dann standen die alle schon nicht geschniegelt und gebügelt. Ja, Alex, was ist denn los? Ich habe in mein Zimmer geguckt. Klimaanlage war an, Fernseher war an, es liegt irgendwie alles. Heizung voll aufgedreht. Ich wusste auch gar nicht, dass das Hotelzimmer das hatte. Also es war, auf einmal war es an. Dann mache ich das Badezimmer-Klo auf, weil ich mich fertig machen wollte. Und so bist, das schaffe ich nie im Leben, so was zu machen. Also ich habe einfach oben auf diesen Klodeckel drauf gekotzt. Ich habe dann mich anscheinend umgedreht auf einer anderen Wand. Was war wirklich? Es muss ein Schlachtfest gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich dann das versucht irgendwie. Ich habe dann mal hier unten den Rezeption angerufen. So. Also ich weiß nicht, was letzte Nacht, wer hier alles einen Schlüssel hat. Aber jemand hat mein ganzes Bad voll gekotzt. Und er hat angerufen und ich brauche mehr Handtücher. Einfach nur so drüber legen. Nicht zum Wegmachen, einfach nur drüber legen. Ich weiß, das ist unsinnig. Ihr steht für so ein Antikasparer, ich brauche mehr. Wie viele brauchen Sie? Wie viele haben Sie? Ich muss circa eine Fläche von 20 Quadratmetern abdecken. Was haben sie denn gemacht? Das weiß ich doch nicht. Das war auf jeden Fall richtig gut. Das geht sie überhaupt nicht so. Haben sie jetzt natürlich gar nicht. Aber ich war auch nicht der Einzige. Mein Arbeitskollege hat das einfach unter der Dusche erlichtet. Der hat so beim Duschen alles vollgekotzt. Ja, aber das war clever. Der kannst du direkt wegspülen. Die Zimmer so. Aber stimmt, dann hatte ich doch noch erzählt, dass ich da, als wir in Cuxhaven waren, auch unter der Dusche so auf Vorhang zur Seite Klodeckel. Ah, das war ja Gott sei Dank direkt daneben. So. Und dann so aus dem Stand aus der Dusche raus ins Klo. Ja, aber warum hast du nicht in die Dusche abgekürzt? Boah, weil du dann die Stückchen so durch den Siphon drücken musst. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie das Zimmer ausgesehen hat. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh. Ich glaube, das Gespräch ist jetzt mittlerweile so abgedriftet, dass wir uns eigentlich nur noch bei RTL 2 bewerben können hier mit dem Podcast. Also das ist wirklich ein ganz einfaches Konzept. Und füllt uns ab und ihr kriegt die Show. Und vor allem, das Gute ist einfach, wenn du jedes Jahr eingeladen wirst und dann gibt es so einen Cut und es wird nie mehr eingeladen. Ja. Dann weißt du, danke. Es wurde eine rote Linie überschritten, die hätte nicht hätte überschritten werden dürfen. Das war zu viel. Da haben wir die Geräte. Noch besser, nicht die Hand. Ich muss mir einen Hochdruckreiniger aufs Zimmer bringen. Den hatte ich am Ring. Aber es kam auch die größte. Ist das ja alles fließen oder was? Die größte Angst, die wir einfach noch hatten, dass es eine dicke Rechnung gibt, aber die gab es nicht. Das war dir wahrscheinlich so unangenehm. Wie schlimmer ist die arme Frau, die jetzt sauer macht? Ja, ich war so asozial. Ich hatte so meine Bierflasche, die ich so mit hatte. Als von Jacken. Hast du gedacht, da gibst du noch ein bisschen mehr Geld? Mit 18. Mit 18 kommt die gute Feier. Das ist also richtig geworden. Das ist so eine angemessene Entschuldigung für das Chaos. Oh, das war so schlimm, ne? Und es gab ja auch gar keinen Schnaps. Also das war gar nicht vorgesehen, bis ich dann irgendwann mit erhöhten Alkoholpegel einfach hinter die Bar gegangen bin und die Pulle Schnaps rausgeholt haben. Alle so, ey, Schnaps. Und was ist mit Eis? Bin wieder hinter die Bar gegangen. Ich habe Eis gefunden. Oh, das war so schlimm. Merkt man gar nicht. Ah. Ich erinnere mich gern zurück, also dabei ich noch weiß. Es war in Potsdam. Potsdam. Mit Po. Potsdam. Vor Berlin. Vor Berlin. Bei Berlin. Da wohnen noch voll viele Promis, oder? Hast du im Hotel welche gesehen? Wir waren da, die Promis. Wir dürfen uns jetzt ins Stadtbuch eintragen. Ja. Der erfolgreichste Konzert. Potsdam-Verbot. Ah.
Stimmt, da haben wir ja nie kotzen sehen, ne? Weil ich nicht kotze. Eine Maschine. Das ist ja das Problem, ne? Ihr seht mich mit dem Alkohol und denkt euch, das ist voll einfach mit der Anime. Und dann ist doch rein, das ist ja voll easy peasy. Und dann wacht ihr morgens mit dem Kater auf. Das ist nicht so easy peasy, das ist ein harter Job, den ich hier habe. Harter Job. Wir waren in Mexiko, Junggesellenabschied. Alle waren in Essig. Ich bin morgens aufgestanden, haben mir einen Kaffee geholt, Tequila schon draußen, haben mir schön ein bisschen Tequila in den Kaffee gepackt. Ja, dein Lebensstil. Da ging's mir gut. Dein Lebensstil ist auch nicht ganz. Alle saßen im Auto, oh, ich hab einen Kater. Und ich hab gesagt, die Party muss immer weitergehen. Und direkt ein Bier aufgemacht. Läuft das Video eigentlich noch? Ja, ne? Ja, das läuft, das sieht man da. Wie lange sind wir denn? Weiß ich nicht, wie lange haben wir? Ich guck mal. Guck mal. Oh, Stunde 11. Stunde 11 schon? Ja, krass. Da können wir ja schon fast zum Ende kommen. Ich glaube, haben wir da noch Themen? Können wir da einmal kurz in uns gehen? Das ist ja, wenn das jetzt zu einer Fernsehaufzeichnung kommen sollte und man kriegt nur eine Stunde, ist ja dann immer schon schwierig. Wir müssen uns kurz fassen. So wie wir immer von Hölzgen auf Stöckchen kommen. Nee, da kommt nicht. Wir kriegen ja da keine Stunde. Da müssten sie halt live machen, ne, und dann immer wie bei Gottschalk früher, die folgenden Sendungen verschieben sich um circa 2,5 Stunden. Ja, aber normalerweise hast du ja in jeder Stunde, also wenn irgendwas eine Stunde geht, dann hast du ja mindestens schon 25 Minuten Werbung. Ja, außer wir sind bei so einem Abo-Betreiber, wo es ab 20.15 Uhr keine Werbung mehr gibt. Stimmt. Ja, oder wir gehen zu Netflix. Dann machst du hier so düdüm, Netflix-Produktion. Bier bereit. Deutschlands erster Prost. Ja, guck mal, wenn der Olli Schulz da schon sein Netflix-Dings da hat, ja. Warum soll wieder nicht? Der ist ja vom Promi-Status her noch weit uns. Ja. Weil der da so ein Schlauchboot da oben baut. Bitte. Haben wir denn noch Themen? Wir können auch in 5 Minuten jemanden umbauen. Ja. Oder zumindest kaputt machen. Also der Alex schafft es bei ihm so schnell einen Ball zu fabrizieren. Gib mir einen Kasten Bier und dann ballst du weg, kennst du nie wieder. Ist das normal, dass die überall Handtücher liegen? Warum packen ja, die denn auch, an der Wand? Aber auch wie viel aus so einem kleinen Körper kommen kann. Womit haben sie das denn festgeklebt? Du meinst, wie das so, wie die Putz war da, weil wie das gestunken haben muss? Inliegendes Badezimmer, ne? Da war nichts mit Fenster. Ja, das ist ja auch, wenn es ja clever sein können, wenn du keinen Hochdruck reinigen hast, jetzt einfach dagegen die Wand gepinkelt. Ich glaube, ich war einfach nur froh, dass ich meinen Körper irgendwie aus dieser Tür rausbekommen habe. Haben wir noch Themen, die nicht mit Kotzen zu tun haben? Ne, dann. Ich weiß auch, doch, neue Musik hatten wir noch, ne? Das neue Sonderschule-Album. Ja, das ist übrigens witzig, ne? Wir kamen von neuer Musik, wollten wir anfangen und haben ein Zimmer voll gekotzt. Ne? Also, das stimmt, weiß ich ja auch nicht, wie wir da gelandet sind. Ja, also da sind wir echt abgedriftet mal wieder. Aber ja, das ging ja jetzt nur eine halbe Stunde maximal. Ja, da müssen wir echt mal, da muss ich sagen, Chapeau, Costa Cannabis hat ein schönes Album hingezaubert. Gibt ja so ein Bild, wo du mal so ein kleiner Fan mit uns ein Foto machen durftest. Deswegen würden wir sagen, nach dem schönen Album, was ihr gemacht habt, könnt ihr uns mal einladen. Wir würden auch Vorband machen. Eine Hand wäscht die andere. Ihr habt so ein bisschen. Aber mit Alex würde ich beide Hände waschen. Und gib mir kein Hotel. Wohnwagen wäre ganz gut, den du nachher abfackeln kannst. Zelt, ja. Ja, kannst du einfach einen Papierkorb schmeißen. Nee, aber sonst. Besser verbrennen. Sonst habe ich nichts mehr auf der Brust für heute, glaube ich. Hast du alles rausgelassen? Hast du alles, was du aufgeschrieben hast, auch runtergeleiert? Keine Ahnung. Spielt doch keine Rolle mehr. Luft ist raus. Wir sind da abgedriftet. Das war wieder ein Prostcast für die Ewigkeit. Das ist, ja. Wenn man sich was vornimmt. Ne? Wir sind so Typen, wir halten uns immer an so Regieanweisungen. Ja, wir sind so strikte. Und unsere eigenen, ja. Ja, genau. Wir machen 3 Wochen, setzen wir uns hin und planen das. Wir haben ein Drehbuch. Ja. 15 Seiten. DIN A1. DIN A1 das größte? Warte mal, ist das nicht der kleinste? nee, doch, ist der größte, ja. DIN A1 genau. In Schriftgröße 4. Das ist das Kleinste, ne? Ja.
Das wo ich mich immer Schriftgröße 3 bis 4 habe ich früher immer meine Spickzettel geschrieben und die dann auf die Colaflasche als Rezept. Aber ich frage mich auch immer, wofür es diese Schriftgröße bis heute gibt. Das kann doch kein Mensch lesen. Ja, weil wir so große Spickzettelei geführt. Ja, weil wir so große Drehbücher. Oder fragt der Lehrer irgendwann, was sitzt du denn da so vor der Fläche? Und im Endeffekt brauchte man seinen Spickzettel nie, weil komischerweise nennt man es einfach Lernen. Ne? Man hat das aufgeschrieben und wusste es dann. Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist auch so eine Doofheit. Man hat Spickzettel gemacht. Aber da hast du ja mehr gelernt als das andere. Also mehr hast du richtig dich hingesetzt und Gedanken gemacht. Im Endeffekt hast du dann gelernt. Ne? Du brauchst das meistens dann nicht. Ja, es hat einfach nur geholfen, dass man das Ganze mehrmals irgendwie aufgeschrieben hat. Und im Endeffekt hast du es dann nur benutzt, weil, ja, jetzt habe ich es. Ja, genau. Ja, ich habe nur um sicher zu gehen. Ja. Aber eigentlich musste man es. Ja. Aber wobei, wir hatten auch mal noch was Besseres als speziell. Wir hatten jemanden, der uns die Klausur auf Kohlepapier vorgeschrieben hat. Auf Kohlepapier, das war beim Lottoschein, ja. Weißt du, so ein Kohlepapier. Und da war irgendwie 5:45, also sprich nur noch 5 Minuten und der war immer noch nicht fertig mit dieser scheiß Lateinklausur. Und dann gibt er irgendwann dann den Zettelchen nach hinten und dann sagt der Lehrer, oh, ist ja schon spät, dann gebe ich euch aber noch mal eine halbe Stunde, ne, wenn ihr noch nicht fertig seid. Wir haben uns so gefreut, ne? Also übrigens, Latinum könnt ihr mir nicht mehr nehmen, ne? Das ist verjährt. Ist verjährt. Ich besitze gar keins. Ave Caesar. Ich dachte, jetzt kommt das war, ne, das war's. Das ist alles, was hängen geblieben ist. Aber auch durch Asterix gucken. Ja, genau. Durch Asterix kann ich immer das mit dem, wo die Ägypter das Gift brauen. Und noch ein bisschen Salz? Nein! Genau. Obelix, Stein und nochmal den Kuchen in 3 Stücke. Zck, zck, zck. Obelix, ich dachte 3 Stücke. Ja. Sind 3 Stücke. Ja, genau. Wir brauchen unseren Vorkoster. Also die hatte ja einen Vorkoster, ne? Mhm. Die haben einen Vorkotzer. Da gibt es die Königin den Vorkotzer. Das ist doch von Werner. Ja, musst du dir echt sagen, du bist ja. Du, ich weiß glaub, nicht, gibt es bei Werner königlicher Vorkotzer? Ja, gibt's doch. Ja? Bei Werner gibt's den doch. Nein, da gibt's König, der ist nein, der den meisten saufen darf, oder nicht? Nein, da gibt's doch bei irgendeinem, bringst du den königlichen Vorkotzer. Der durfte auf jeden Fall hinten sitzen im Auto, hat sich fahren lassen, der König. Ja, das war ja die. Yeah. Ach, du meinst mal Werner Beinhardt, bei dem echten? Nee, das war. War das nicht hier, wo die eine Brauerei war mit den Chinesen oder so? Irgendwo in irgendeinem Film gibt's das. Bringen wir den königlichen Vorkotz. Er sagt, baut auf, gibt das Bier rein und wartet, bis er kotzt. Nee, sagt mir jetzt gar nichts. Aber dann, ich such das raus. Wenn wir beim Kotzen sind, ich muss echt sagen, du bist ja in der Band und du kotzt am öftest. Ja, ich. Ich mach das gar nicht. Ich weiß gar nicht, Totti ist immer so am. Der ist immer der Erste, der kaputt ist. Mir geht's immer erst am nächsten Tag schlecht. Bei mir ist es aber auch ganz stark tagesformabhängig. Und mich nennt man nur die Maschine. Es gibt Tage, da bin ich unbesiegbar. Andy the Machine. Arbeit. Es gibt aber auch Tage, da bin ich einfach. Fertig. Ja. Obwohl in Hamburg war, da habe ich ja echt ein Loblied über. Da muss man echt mal sagen. Ich sage ja, ich habe gute Tage und ich habe schlechte Tage. 6 Uhr nach dem Fischmarkt. Wir waren rotzevoll. Um 11 Uhr sitzt er wieder am Steuer und fährt Auto. Ja. Und der andere liegt da in Delirium. Der war schon um 8 Uhr im Bett. Ich sag ja, es gibt Tage, da bin ich gut und es gibt Tage, da bin ich halt einfach nicht so gut. Ne? Ja, da warst du noch ein paar Jährchen jünger. Ne? Ja, das Alter macht mich auch fertig. Aber das war auch ein schönes Ding. Da haben wir noch schön den Fischmarkt besucht. Ja. Haben wir nochmal gesagt, guten Tag, Hamburg. Steht auch unter Wasser jetzt, glaube ich, ne? Oder? Ja, der steht doch jedes Wochenende unter Wasser. Machen wir uns nichts vor. Die Hamburger lachen da darüber. Bisschen Wasser da. Weil ich freue, der wollte Feier machen. Also ich habe noch einen kurzen Hast du noch einen Ding, ne? Es kam, mal eine halbe Stunde. Als wir um 11 Uhr da hingelaufen sind zum Auto und wollten losfahren, da habe ich da so ein schönes Bild von unserem Fotografen. Der hat nochmal schön seinen Schniepel gezeigt. Stimmt, das habe ich glaube ich auf dem Handy irgendwo. Das Foto, wo der hat doch auch hier von Junggesellenabschied hier dieses. Genau, diese Schärfe gehabt. Und dann der war auch der Sherpa. Der Sherpa. Unser Saufsherpa. Hat er mitten auf der Straße nochmal schön die Hose fallen lassen. Ein schönes Bild. Hat sie gestrickt. So, Feierabend. War ein schöner Prostcast. Reicht jetzt auch. Stimmt. Beim nächsten Mal
Ist jetzt auch gleich leer hier, das Arbeitsgerät. Sind wir vernünftiger. Da reden wir nicht mehr über Kotzen. Vielleicht auch mit Gast mal wieder. Vielleicht auch mal wieder mit Gast, genau. Vielleicht auch wieder visuell, je nachdem, wie es ankommt. Ihr könnt euch auch mal. Vielleicht auch dann schon im Fernsehen. Also, ne? Wenn ihr so ein paar. Vielleicht sind wir ja auch so Kandidaten für Arte. Ja, Kulturschaffende. Kulturschaffende, ja. Ja, so ein Künstler, genau. Ist ja, das Eisenpimmel ist ja eigentlich auch eine Kunstform. Ja, ja, klar. Die Band. Ja, sind ja keine Assis. Nein, das ist ein Künstler. Das ist ja auch immer wieder. Das sind ganz gebildete Menschen. Ja, du bringst das ja anders rüber. Du musst ja irgendwie. Ja. Den Nerv du musst, auf, du musst auffallen einfach. Du musst anders sein als die anderen. Nee, du musst einfach nur in den Stachel in die Wunde legen. Einfach das? Ja, bestimmt. Den Nerv der Zeit treffen. Also, Bier ist leer. Wer von euch beiden möchte denn das Schlusswort übernehmen? Du warst heute gut, Andi. Willst du mal Schlusswort machen? Ich war heute gut? Ja, du hast, ich muss einmal kurz noch loben. Ne? Mach ich selten, aber der Andi hat am Freitag sehr gut gespielt. Danke. Mach ich nicht oft. Das brauche ich jetzt auch. Bei wir haben alle drei sehr gut. Ja, ja, aber es hat sehr gut harmoniert. Kein einziger Fehler drin, glaube ich. Ja, jetzt nicht so wirklich. Einmal war bei Rasenmäher, ist mir der Mikrofonständer von der Bühne gefallen. Da musste ich kurz, unterbrechen. Gar nicht mitbekommen. Und zumal, was auch, es war kein Alphas-Konzert für uns, weil der Sound auf der Bühne war nicht optimal. Ja, aber wir sind auch nicht anspruchsvoll. Wir sind aber auch nicht anspruchsvoll. Ja, wir haben es geschafft, aber es wäre schöner gewesen, wenn ich so ein bisschen Gitarre gehört hätte. Aber jetzt fangen wir schon an, die Bands, die sich beschweren über Sound. Nee, wir waren ja, aber ich will ja nur sagen, wir brauchen ein bisschen Lärm auf der Hütte, dass wir für die Verhältnisse und dafür, dass wir so lange nicht mehr live gespielt haben, richtig gut gespielt haben, es hat harmoniert. Und es hat Bock gemacht. Und auch teilweise Übergänge. Und vor allem war die Stimmung ja bombastisch. Ne? Allein die konnten ja alle die Songs mitsingen von Anfang bis zu Ende. Und da war ich auch überrascht, die Übergänge, ne? Der Andi, hier in drei Assis. Erst losgespielt. Ich habe reingespielt ohne Pause, wie ein DJ. Super gut. Das war echt schön. Aber ein, zwei Songs ein bisschen zwischendurch eingeschlafen. Da war aber am Ende, da merkt man, dass die Luft raus. Da ist man raus. Ja, jetzt fehlt man schon raus. Aber sonst, Andi. Dankeschön, das tut mir jetzt gut. Guck mal, hier ist noch mein Zebra von heute Mittag. Das war hier. Ich kann nicht wissen, was da drin klebt. Deswegen, Andi, darfst du heute die Schlusswörter für dieses legendäre. Ja, dann bedanke ich mich erstmal meinen Mitmusikern und Künstlern, meine Freunde. Ja. Las Vegas und meinen Boss. Nehmen wir gleich den Gehaltscheck aus. Auszahlt? Ja, ausstellt. Ist schon wieder Ende des Monats? Ja, fast. Nächste eine Woche. Ja, guck mal. Komm, kannst du mal die 5.500 Euro darüber rattern lassen pro Woche. So, wenn ihr Musiker seid, berühmter als, ich sag mal so, normale Straßenmusiker, dann könnt ihr gerne bei uns beim nächsten Mal euch bewerben für den Broscast. Oh, auch eine gute Idee, ne? Wir können das mal online ausschreiben, wer Gast bei uns werden möchte. Vielleicht auch kein Musiker, sondern einfach nur jemand, der... Ihr könnt ja auch Schauspieler, Künstler, irgendwas sein. Helmut Schmidt. Wenn ihr Bock hättet, das ist doch eine gute Sache jetzt. Helmut Schmidt geht nicht, hier wird nicht geraucht. Wenn ihr mal Bock hättet, hier mitzumachen, könntet ihr euch... Schreibt uns einfach mal. Schreibt uns mal. Wenn ihr Bock habt, aber richtig Bock. Nicht so da sitzen und zugucken. Ihr sollt schon mitmachen. Mitquasseln. Genau. Das ist ein Mitmacht-Prostcast. Genau. Und wir können auch Jenga dabei spielen, wenn wir das schon aufnehmen. So. Achso, jetzt hat er mich unterbrochen mit den Endworten, ne? Endworten. Ja, aber du hast einen guten Vorschlag. Ich muss ihn nochmal loben für diesen Vorschlag. Andi, da kriegst du einen Applaus für. Mein Gott, davon sehe ich die ganze Woche. So, liebe Freunde der Nachtschicht. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und einen schönen Monat März. Dann hören wir uns hoffentlich am Ende des Monats wieder. Und in einer neuen Folge. Und dann vielleicht einem Gast. Vielleicht jemand, der uns gerade zuhört und sagt. Oder zusieht. Oder zusieht. Wo sind wir denn zu sehen? YouTube oder RTL? WDR. Videotext. Commerzbank TV. Ihr könnt uns demnächst beim Videotext sehen. Ja. Schreibt eine SMS für 1,86 €. Oder Meter. Oder ruft uns unter 080. Und 6x6. So. So, meine Freunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich sag mal tschüss.
Tschüss. Es war uns ein Fest heute wieder. Tschüss. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Konzert. Ich glaube, das ist im Ende April in Emden. 30. April in Emden, genau. Da sehen wir uns dann wieder. Live. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch was dazwischen. Genau. Wenn es jetzt so ein bisschen anläuft wieder, kann man ja auch mal... Am 20. März wird wieder alles aufgemacht. Da können wir richtig wieder die Post loslassen müssen. Und bis dahin, ja. Kuss auf den Nuss. Da werden Orgien gefeiert. Tschüss. Bis dahin, macht's gut. Trink mal einen Schluck Wasser zwischendurch beim Saufen. Denn es macht Propellerzeit für Runde 2. Esser und ich brüll. Schenkelei, Schenkelei.